Hallo Leute und willkommen zu einem mitternachtlichen Let's Play mit Sascha und Spider-Kill. Auch im Dunkeln möchte er gerne ein bisschen spielen. Ihr wisst ja, Let's Play. Ja, fangen wir damit in der ganzen Ruhe an. So, wir sind wieder drin. Wie gesagt, es ist jetzt nach Mitternacht und ich mache nochmal ein Let's Play. Einfach nur so aus Fun. Ja. Ich will es jetzt nicht für selbstverständlich nehmen, aber es muss einfach sein. Liebe Zuschauer. Es muss einfach sein. Detail geht schon weg. Ja. Gut. Ja, gucken wir uns mal weiter um. Ja. Dünn, 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 dünn. So, im Hinterausgang. Alles klar. Überall Grabsteinchen, so wie man das nennt. Ich will noch eben gar in Aufgabe da einen Baum machen. Jetzt kann man einfach hin teleporten, das geht schneller. Augenblick. Da ist der Weg schneller. Porte mich jetzt einfach mal hin. So. Bevor wir das Areal nochmal vorübergehend verlassen, werde ich mit unserem Mr. Chunky Kong nochmal was makern. Was ich makern werde, werdet ihr gleich sehen. Also klingt ein bisschen Geduld, muss schon sein. Ja. Hallo? Ach, da oben. Können wir da so rein? Müssen wir eigentlich. Genau du, Chunky. Ganz genau du, genau. Hat genau der Richtige sich erschreckt. Wie gesagt, die können noch nicht mehr so laut sein. Wir kriegen aber Ärger. Wo ich eigentlich morgen wieder arbeiten muss, aber. Ach, ich bin ja nur über das Aushilfsarbeit. Muss man nicht so viel Energie verschlempern. Schlagen wir den Teil mal hier ein. Perfekt. So. Hier ist der gleiche Trick wieder wie gewöhnlich. Also. Das sieht aber interessant aus in den Baum. So lähmermäßig. So. Okay. Das ist auch ohne Ranzoomen. Ja, brauchen wir nicht extra. Mal sehen, was in diesen Fassdingens drin ist. Oh, die Aufwahl gibt es sogar dreimal hier. Also, ist ja Wahnsinn. Eigentlich mag ich den nicht so, weil die so zeitaufwendig ist. Damit will ich mich so leider nicht befassen. Tut mir leid, aber. Das machen wir mal speziell. Ich hätte jetzt auch nicht denken, wie dass ich jetzt abgebrochen habe, aber tut mir leid. Weil das kostet zu viel Zeit, das finde ich blöd.
für so eine kurzen Parts. Gut. ETF, wie ist denn da? Warum hätten da Geld? Hier. Zum Abgrund hängt da Geld. Sag mal, voll produktiv. Gut. Okay. So, dann verlassen wir das Areal und gehen. Ich habe hier wen nicht getroffen. PG.H. Ich möchte noch mal im Aqualtraum rein. Ich möchte aber wissen, ob ich noch bei Fabrik Verteilbar zu tun habe. Wäre auch noch mal eine gute Variante. Ich guck mal kurz in mein Menü. Wenn euch das jetzt nicht jucken sollte. Jung. Okay. 18 von 25. Ja. Okay. Gut. Also hier brauchen wir so gut wie gar nichts mehr machen. Noch im Aqua-Albtraum fehlt was. Dann sind wir mit der Welt nämlich auch durch. Ja, ja. Scheiße, aber wahr. Dann haben wir auch alles abgekrauselt. So. Weil das mit der Mitternacht normalerweise, wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal die rausgesetzte Person sind, dann ballert man schnell mit. Gut. Dünn, 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 dünn. Welche Aufgabe fehlt denn? Muss ja rätselhaft sein. Mit der Kanone? Nee. Sonst wäre hier eine Kugel. Machen wir uns mal weiter um, weil hier fehlt bei jedem Punkt noch mindestens eine Aufgabe. Das kann nur das Schiff gewesen sein. Der Donkey fehlt nämlich so viel. Ja. Autsch. Gute blockt. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier Gefängnis da rein, eine tief unterirdische Gefängnisschiff, ja. Finde ich die Donkey-Plattform nicht. Jetzt überschwemmt. Nee, doch Gott sei Dank, gut. Wollen wir mal reingucken, wo noch was fehlt. Für alles haben wir hier noch nicht. Ja. Deshalb, ihr wisst, dass ich so langweilig spreche, aber es liegt einfach daran, dass es Mitternacht ist und ich dann nicht hier mehr so laut sein kann, liebe Zuschauer. Das kriege ich nämlich an Schnauze von meinen gegenüberliegenden Bewohner. So, Hallöchen. Mal gucken. Ob wir hier schon drinnen waren. Hier. Camp Patrick.
Hause aus. Als ob wir hier schon alles erkundigt haben. Ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr rein. Da muss die Aufgabe sich irgendwo anders befinden. Nee, also hier ist alles abgesucht. Also soll das eigentlich egal sein. Wir schauen uns mal weiter außen oben. Und für jetzt da bestimmt noch was. Mal sehen. Wir haben anscheinend 303 von 5. Ja. Ah, jetzt wisst ihr schon was. Jetzt ich wissen, was Problem ist. Ja, diesen Robben-Typen zum Beispiel gibt es auch noch eine Aufgabe. Sollen wir erstmal diese machen? Moin, Alter, weißt du was? Ich hab eine kitschige Aufgabe für dich. Oh, er schickt mir. Komm zum Tunnel dort drüben und lass ihn. Wenn er mir schon den Namen bietet, und zwar die 100. Gehen wir natürlich da rein. Hallo. So, ich. Ja. Jupp, so sieht's aus. Wie gesagt, also. Schon lange her. Ach, du fährst mit Z. Und wie ist ein bisschen wie bei GTA? Darf er fünfmal fehlen? Ja, der zerstört uns nicht immer durch. Das ist hier. Wow. Ach, kann man so einen neuen Versuch aktivieren? Dann machen wir mal lieber so. Und das manchmal die Zwischensequenzen. Kann sein, das ist die einzige Abteil von Aqua-Traum, was noch in Betrieb ist. Ja. Muss ich jetzt opfern, sonst. Ja, das war die Kiste. Wenn sie aber schreien müssen, dass hier ein Täter drin ist. Ja. Oder so. Tja, aber man verlangt Gebühr und Münzen. Gibt es eigentlich in jeder Autos oder in jeder Oberwelt-Stage Münzen? Was ist da Pflicht? Ich weiß es nicht. Ich bin schon ein übelster Cheater Idiot. Sieben, acht. Okay, das ist dumme Laufen. Sieben. Nee, warte mal, das ist scheiße gelaufen, tut mir leid. Also versuchen wir es einfach nochmal, ich wollte gerne losfahren. Wie gesagt, ausrasten lohnt sich doch nicht. Bin eigentlich nur immer im Game ausgerastet, locker darum, weil ich Zeitdruck hatte. Ich will es ja nur schon tausende Male erklärt. Ich merke aber daran, weil ich eben
Zelt. Dann wollen wir mal lieber einen Neuversuch machen, wäre am besten, ja. Also, ich weiß ja nicht, wie, ob da ein bisschen Rekord, eine Creators-Rekordzeit gibt. Das kann man, denke ich, mal nachschlagen, aber. Kiste. Also, der inzwischen zwei Münzen bei den Kisten platzieren müssen. Also, die wäre ja wirklich hardcore. Achso. Ah, das ist Jump'n'Run. Die verfluchten Kisten aufpassen. Das Geile ist, dass du nicht alle auf einmal nehmen musst. Bei Banjo-Kazooie war das nämlich so der Fall. Ja. So, jetzt darf ich keinen mehr nehmen. So, darf doch alle fünf nehmen. Hm. Ne, Leute, das wird nichts. Ach, Pech gehabt, Augenblick. Ja. Erneut heißt es, nur stürmen. Wie ihr seht, das ist schon mitten in der Nacht und da kann man nichts gegen machen. Jo. Hier, man kann hier nächtliche Ereignisse sowieso nicht. Ja, diese Kisten, die sind doch schwierig, wie es einfach. Das denkt doch nicht du, dass ich die Münze da einsammeln tue. Sieben, acht, neun, zehn. Naja, die verlangen immer Gebühr, die Typen hier. Deshalb sammle ich auch immer vor. So, zehn Versuch habe ich noch. Ich muss immer, die Bahn ist so eine 8. Ja, ja. Nee, nee, also der Dienst hätte ich auch ohne Münzen nicht hier schon erschafft. Man sagt denn die Glock, lass einfach durchlaufen. Wenn es abstürzt, dann sehen wir uns bei der Bananenausgabe wieder. Was die nur so gesagt haben. Ja. Durch dir werde ich überholt. Was für wie lange? Gute Frage. Das Geld wird eben. Vermutlich mal 30 Münzen sind hier oder 25. Bei den verrückten Lorenfahrten musst du mal 50 damals gesammelt haben. Ist ja nicht, ob ihr hier. Wer witzig findet, noch online nehmen würde, Donkey 64. Soll ich online. Online sowieso. Gar nicht interessiert bin, nee. Durch den Zaun. So. Jetzt hier Kiste, ignoriere ich jetzt. Gut. Gebt uns jetzt wirklich. Oh, ist ja gut gemacht. Naja, ich habe nicht viel zu sagen. Ich bin da so der ruhige Typ. Also, kannst du mal vorbeischauen, wenn du mal Bock hast. Hat der Reich da viel zu sagen, hat er wirklich nicht. Sollen die anderen wirklich Gespräche, ja.
Okay, Magic hat überhaupt nichts erwähnt, aber gut. So. Sehr schön. Dann gucken wir uns nochmal um. Ein paar Aufgaben müssen noch für Diddy und Dingsbums sein. Guck mich erstmal um. Mit den verrückten Fisch habe ich auch schon gemacht, ja. Okay. Ja. Tschüss, you. Ja, die mal treffen kannst, ey. Sind auf der Seite Arschgeburt. Wo kann man noch was erledigen? Kann ja nur noch drüben sein. Dann gehe ich erstmal mit Diddy. Also da hinten brauche ich nicht mehr hin, ne. Den komischen Aufgaben haben wir damals auch erledigt. Ja, so ein Durchschnitt so ein bisschen haben, warte mal. Wir machen im Durchschnitt 18 von 25. Das ist selbst nur noch eine Aufgabe. Jetzt gucken wir jetzt in der letzten Aufgabe hier. Das ist eingedrückt, gut. Dann muss dann noch irgendwas geben. Irgend so eine witzige, billige Aufgabe. Aber mein Herr weiß leider nicht wo. Gehen wir mit Keksboy wieder weiter. Ja, wir wollten eigentlich mit Keksboy weiter. Alles gut. Ich weiß nicht, irgendwo muss es dann noch was geben. So voll merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ihr das als merkwürdig empfindet, aber war doch irgendwo so ein Lenky-Kisten-Dingsbums. Ich brauche noch eine Banane, dann habe ich so 18. Das sind so eine Fälle Durchschnitt. Jetzt nach meiner Fresse. Ja. So ein paar blöde Aufgaben machen wir ja nicht. Weil ich darauf Kinder Bock habe. Ach, hier sind bloß die ganzen blauen Dinger drin, oder nicht? Ja. Die großen von anderen Kindern sind so anders. Moment. Was ist hier unten? Unten ist einmal ein durchgekreuztes Zeichen. Okay, nehmen wir im Kauf. Nehmen wir würdig im Kauf. Oder ist dort noch ein Secret? Warte mal. Da muss ein Secret sein.
Ich brauche noch eine Menge Bananenmedaillen. Ernst vor einem Jahr, oder wo ich allererst mal Let's Playert habe, habe ich die Madame-Medaillen in Hand. Falls ihr noch daran erinnern könnt. So. Sehen wir, das da drin eigentlich gibt. Das kann er auch aufstoßen. Okay, lassen wir uns mal gratis auflösen. Aber hier ist nicht so wie ich. Oder? Nee. Wo ist ein bisschen Kohle und. Das war bestimmt nur der Eingang damals zu diesem Portal zum Boss. Irgendwo. Da ist noch Dings. Will mich gerne mal drehen. So, Moment. Mit Heine ist auch noch was zu erledigen. Ah, bloß was. Ja. Ich gehe erstmal in das andere Areal. Mal gucken. Von der Innenfee haben wir bestimmt schon abrasiert. Wenn ich mich jetzt richtig erinnern tue. Wir gucken einfach mal nach. Ich war in der bekloppten U-Boot, war ich auch schon drin. Einfach nochmal rein. Tatsache. Oh nein, was ist passiert? Warte, müssen wir wieder sprechen. Jungs von der heiligen Mickey-Mäuse haben meine Muscheln oder meine Sachen geklaut. Ich weiß nicht warum. Ach so. Ja, so, die bringe ich dir jetzt zurück. So viel Zeit muss sein. Gehen wir mal schnell mal dahin. Das ist ein bisschen Laufarbeit, aber. Okay. Das soll jetzt hier heil sein. Dann geht das Spiel wieder mal schnell rüber. Haut die da die Frische noch in? Ja, jetzt will ich bloß überlegen und überlegen. Wie können wir den nachher reden? Also klingen lassen. Ist auch Spider-Kill-Art. Ich weiß schon, was ich sagen werde. Immer noch mal zu den edlen Muscheln darin. Muscheln. Wie sie das anhört. Ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen.
Ich mache jetzt noch mal ein kleines Video hinterher. Ich wollte die 10 Minuten bloß sich gesichert haben. Das sind die Stürbis hier, die Sachen geklaut haben. Okay. Kann ich kurz rein? Mal wieder nicht. Jetzt weiß ich schon, was ich sagen kann. Wenn ihr mal erwähnen, falls ihr mal von früher noch zurückerinnern könnt. Ich hoffe, dass ihr das. Falls ihr den Part gesehen habt von den ganzen früheren Abteilen von mir. Lasst euch überraschen für Neuzuschauer, was ich damals immer so oft damals immer bei Donkey Kong 64. Oh, geiler Bug. Was ich bei Donkey 64 damals so gesagt erledigt habe. Ja. Komm mal her, Stevie. Einen riesigen SpongeBob-Szenen, die du da hast. Okay. Ich wieder raus. Thank you. Und wieder zugeschmissen. Ich weiß nicht, Kinder, der war Teine, zurückbringen, ich bin Teine, ja, ich muss zurückbringen, Teine. Sorry, aber ich nenne die so gerne. Nee, gut. Jetzt, ja genau, jetzt weiß ich mal, ob ich Spider-Killer erklären werde. Nee. Ich würde gerne raus, danke. Dann wollte ich nämlich im nächsten Part nämlich die Bananen noch sammeln und bin ich so viel durchschneidet bei Beden über, habe ich bei jeden Aufgaben eigentlich immer mit über 18. Jo. Mal ein paar trottelige Aufgaben aus, jetzt ist ja nicht so schlimm. Nee. Wenn wir so ein paar Trolle aufjagen. Juri! Njong! Hallo! So! Jetzt muss ich... Ja. Oh, ich habe gerade mit mir selbst gesprochen, sorry! Hab grad laut gedacht, weil ich irgendwie abgelenkt war. Ja. Nicht für selbstverständlich nehmen. Gut, gehen wir mal hier rein. Ja, das ist so nett von dir. Ich hab dir rausgefunden, dass Laue Schwankopf und Peter und anderen Idioten hießen, wurden festgenommen. Sie haben sich an mich aber gerecht. Ich find's aber geil, dass ihr letzten Besitz weggenommen worden ist. Nur mal eine Frage, wie geht's denn die Bienenspinner am Knast? Ach, Laue Schwankopf. Können wir mal fragen, ob sie noch spricht. Naja, die wurden für ewig eingesperrt. Ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder rauskommen. Ich wusste bloß, dass die irgendwelche Donkeys auf den Keks gegangen sind. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Tja, mehr war ja auch nichts, mehr haben sie auch nicht gemacht. Wie sind das denn nur auf den Keks gegangen, diese Stierwies? Ja. Müsst ihr mal frühere Parts von mir gucken, wo das noch aktiv war. So Leute, damit verabschiede ich mich aus diesem Part. Bis dann.